Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Heute sind wir nach langer Zeit mal wieder mit einem XXL-Schwertransport unterwegs. Wir werden nämlich heute einen großen Trafo quer durch England transportieren. Und ihr seht schon, die Dimensionen dieses Trafos, dieses Schwertransports, die sind wirklich gewaltig. Und ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt gelingen kann, diesen fetten Konvoi, diesen Koloss durch die engen Straßen Englands zu buxieren. Wir werden es heute sehen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich, nachdem wir hier die Anweisungen zu den Begleitfahrzeugen gelesen haben. Lösen die Bremse und schauen nochmal schnell nach außen. Das ist das Teil. Ich weiß nicht, wie viele Achsen das Ganze hat, aber Oversize Load, das ist noch stark untertrieben. So. Und wenn sich die Begleitfahrzeuge da vorne in Stellung gebracht haben, was jetzt glaube ich der Fall ist, mache ich noch schnell das Licht an, die Rundumleuchten sind auch schon an und dann starten wir das Ganze. Und es ist wirklich irrsinnig kompliziert, diesen Koloss zu fahren, weil die Achsen nämlich hinten mitlenken und das verhält sich alles komplett anders, als man sich das vielleicht vorstellt. Deswegen, man darf nicht zu viel ausholen, muss aber ein bisschen ausholen. Ihr werdet sehen in der Folge und ich bin sehr gespannt, wie ich mich so anstellen werde. So, hier sehen wir schon die erste Hürde. Ich glaube, hier werde ich ein bisschen mehr ausholen. Und jetzt heißt es hoffen und beten, dass das hier nicht drankommt. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen einlenken. So. Aber ich glaube, es funktioniert ganz knapp. Es ist Millimeterarbeit. Aber diese Hürde ist schon mal genommen. Und dann geht es jetzt gleich in den Kreisverkehr. Und ich hoffe natürlich, dass der Trafo hier weitgehend unbeschädigt bleibt. Ganz kann man es nicht machen, weil es einfach manchmal Erhöhungen gibt oder auch Abflachungen, die dazu führen, dass der Trailer eben aufsetzt. Das kann man, wie gesagt, im Euro Truck Simulator nicht verhindern. Eigentlich ist der Euro Truck Simulator für sowas ja auch gar nicht gebaut. Aber ich finde es immer wieder interessant und gerade, wo jetzt letztens... Hier wird es schon wieder kompliziert. Hier darf ich die Bande keinesfalls mitnehmen. Aber das Begleitfahrzeug wartet da vorne geduldig. Ja, ja, hupen Sie nur, hupen Sie nur. Schneller fahren kann ich nicht. So. Aber ich glaube, das geht rum. Wir schauen nochmal schnell, aber ich glaube, das funktioniert. Ja, das funktioniert sogar ziemlich locker. Dann können wir jetzt ein bisschen Gas geben, sobald das hier auf einer geraden Spur ist. So. Okay. Der Euro Truck Simulator ist natürlich eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, aber ich finde es doch immer ganz interessant und gerade wo letztens dieses Unglück passiert ist, wo einfach ein riesiges Silo von genau so einem Schwertransporter runtergerollt ist, was so natürlich nicht geplant war, das lag irgendwie daran, dass die Landstraße eine zu starke Neigung in der Kurve hatte, das wurde irgendwie nicht bedacht oder nicht ausgerechnet oder vielleicht wurde da auch was nicht richtig gesichert, ich glaube das wird gerade noch untersucht. Aber da dachte ich mir, es ist mal wieder Zeit für einen Schwertransport und der hat es hier wirklich in sich. Das ist auch die einzige Strecke, die man überhaupt fahren kann mit dem Schwertransporter. Also es gibt noch viele andere Strecken, die man fahren könnte, aber da gibt es dann enge Kurven oder sowas. Die sind einfach nicht passierbar mit so einem Koloss. Diese Strecke hier funktioniert grundsätzlich. Ob sie allerdings heute funktioniert, das müssen wir erst noch abwarten. So, ich habe auch maximalen Respekt vor Fahrern eines solchen Trucks mit der entsprechenden Ladung und vor allen Dingen vor den Begleitfahrzeugen, die das Ganze ja überwachen und kontrollieren müssen. Kann entspannter Job sein, kann aber glaube ich auch sehr stressig sein, vor allen Dingen dann, wenn was passiert ist. Das ist aber natürlich zu verhindern. Mich würde aber mal interessieren, wie oft was passiert. Also wie oft so auf so einer Strecke was kaputt geht, vielleicht ein Straßenschild beschädigt wird, eine Ampel verbogen wird oder sowas. Meistens werden die ja weggedreht. Aber das würde mich mal interessieren. Bestimmt viel öfter als man denkt. So, ein Spurwechselmanöver steht bevor. Das heißt, erst wechselt der hinter uns die Spur. Und wenn er das getan hat, dann wechselt der vor uns die Spur. Das hat er getan, oder das hat er jetzt gemacht. Und ich wechsle jetzt einfach mal mittendrin noch.
Aber ich muss gucken, dass ich nicht zu weit rechts fahre. Weil wir sehen es hier. Wir haben Überbreite. Und ich könnte zwar noch ein bisschen mehr in der Spur Mitte fahren. Vermutlich sogar komplett. Aber da fährt auch immer die Angst mit. So. Aber grundsätzlich funktioniert das schon. So, das vordere Begleitfahrzeug warnt andere Verkehrsteilnehmer. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. Das mache ich gerne. Muss ich auch, um jetzt hier unbeschadet durchzukommen. Und die Kunst ist, hier jetzt nicht zu stark abzubremsen. Ui, da ist schon der erste Schaden entstanden. Und abgebremst habe ich jetzt auch. Müssen wir mal gucken, ob wir uns aus der Misere nochmal befreien. Falls muss ich hier die Differentialsperre anschalten. So. Denn ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich hier an die Leitplanke komme. Und dann bin ich prompt in den Rasen gefahren. War vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung, aber hier jetzt wieder sich zu befreien, das ist kein leichtes Unterfangen. Aber gleich ist es ja geschafft. Aber da kommen 700, 800, 900 PS schon mal an ihre Grenzen. Das sehen wir gerade. Und es gibt sogar Auffahrten, die kann man gar nicht schaffen mit so einem Truck. Also da müsste man dann noch ein stärkeres Modell nehmen. Ich weiß gar nicht, was es da noch so alles gibt. Aber die kann man einfach nicht bewältigen. Da bleibt man einfach stehen und da geht es dann kurz vor dem Ziel, geht es dann nicht mehr weiter. So ähnlich wie hier, weil ich glaube, dass wir das hier noch hinbekommen werden. Mit viel Geduld. Ja, das war dumm. Ich hätte ein bisschen langsamer fahren sollen. Ich wollte den Schwung mitnehmen. Ja, das sind so Fehler, die macht dann ein professioneller Schwertransportfahrer nicht. So. Jetzt können wir aber gleich weiterfahren. Gleich ist das... gleich ist der Großteil über den Berg, im wahrsten des Wortes. Ja, das ist jetzt der Fall. Jetzt muss ich hier ein bisschen dichter auffahren, weil wir auf das hintere Begleitfahrzeug warten. Und wir sind so... Warte, schnell Warnblinker anmachen. So, da warten sie schon. Wir sind so lang, dass der Abstand zwischen den Begleitfahrzeugen, wenn ich mich einfach dazwischen stelle, zu klein ist. Zu groß ist, sodass der vordere hier nicht weiterfährt. So. Okay, aber wenn er jetzt aufholt, dann passiert genau das, was ich mir auch gewünscht habe. Dann läuft das nämlich weiter. So. Die ganzen Schaulustigen. Hier sind auch überall so Fernsehteams und so. Also es ist ehrlich gesagt einer meiner Lieblings-DLCs, dieser Special Transport DLC, der die Begleitfahrzeuge auch ins Spiel gebracht hat und die ganzen Schaulustigen und sowas. Es ist einer meiner Lieblings-DLCs, weil der halt so ein bisschen Action hier reinbringt und Dinge, die lange gefehlt haben. Die Fracht ist zwischen den Begleitfahrzeugen zu halten. Entspannen Sie sich, ich bin ja schon dabei. So. Ganz bequem ist es bei diesem Schwertransport, den wir heute haben, dass der unter den Ampeln und den Schildern durchpasst. Es gab ja auch schon mal... es gab ja auch schon mal den Silotransport. Der war viel zu hoch, viel zu groß. Den konnte man nicht unbeschadet durch die Gegend fahren. Weil der an den Ampeln, ja, an die Ampeln sozusagen drangekommen ist. Da muss man so ein bisschen dazwischen fahren und so. Es war etwas kurios. Auch etwas zu groß. Aber das ist hier heute nicht der Fall. Dieser Schwertransport ist einfach nur mega lang. So, und der warnt jetzt da den rückwärtigen Verkehr vor. Und ich wechsle jetzt einfach mal die Spur und dann geht's auch schon weiter. Wir haben nicht wahnsinnig 4 Kilometer hinter uns zu bringen. 115 sind es jetzt noch. Aber wenn wir gleich die Autobahn gewechselt haben, dann sollte es eigentlich relativ schnell gehen. Etwas ungewohnt ist nur, dass das Ganze heute hier in England stattfindet. Da muss man erstmal mit klarkommen. Mit dem Verkehr. So, dann biegen wir mal ab. Wir können uns das Ganze auch nochmal hier von außen angucken. Da sieht man es nochmal in voller Schönheit. So.
Und hier heißt es jetzt abbiegen. Ich hoffe, dass das Begleitfahrzeug hinten auch mitkommt, aber ich glaube, das sollte noch dabei sein. Wird immer ein bisschen schwierig, wenn sich dann zwischen den Konvoi irgendwie ein anderes Fahrzeug mogelt. Hier auch die Polizei abgesperrt. Wer ist das hier? Der parkt hier einfach am Autobahnrand. Vor der Polizei. Mutig. So, und jetzt können wir mit schlanken 60 fahren. Wenn es das Begleitfahrzeug vor mir erlaubt. Aber ich glaube, das sollte gleich der Fall sein. Also schneller als 60 dürfen wir auch gar nicht fahren. Das ist das absolute Maximum. Aber es ist schon echt herausfordernd. Und mich wurmt der Fehler, den ich da gemacht habe bei der Autobahnauffahrt. Aber das kommt vor. Nochmal mit dem Lappen drüber gewischt, dann sieht's aus wie neu. Ja, in Begleitfahrzeugen ist auch eine ganze Menge Material drin, ne? Also das bedenkt man gar nicht. Ich dachte mir, warum haben die so große Transporter? Übrigens, ein Nachbar hier von mir, also wo ich aktuell noch wohne, hat auch so ein Begleitfahrzeug. Das steht dann einfach vor der Tür. Und hier so eine Firma, die haben immer nachts, habe ich letztens auch mal gesehen, war auch ganz interessant. Die haben, das ist so ein Stahlwerk, die haben immer nachts so Transporter. Also fast jede Nacht wird da irgendwie Stahl, denke ich mal, ausgeliefert und dann zum Verladen oder zum Kunden gebracht. Und ja, immer so um 22 Uhr oder sowas startet dann da so ein Konvoi, bestehend aus zwei Begleitfahrzeugen und dann meistens mehreren LKW. Also die fahren selten nur mit einem. Und die machen sich dann auf den Weg und fangen in der Stadt an. Das ist vermutlich das schwierigste Stück. Und fahren dann vermutlich auf die Autobahn oder ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Aber das habe ich letztens mal gesehen, sogar schon öfter jetzt. War ganz interessant. Und ein Nachbar hier muss auch so ein Schwertransport-Begleitfahrzeugfahrer sein. Der hat nämlich die Karre vor der Haustür stehen. Ja, und da passt eine ganze Menge rein. Also Werkzeug ist da drin. Und irgendwelche Schilder sicherlich auch, aber was da noch so alles drin ist, weiß ich nicht. Ich habe das nur mal in so Dokumentationen gesehen. So. Der Verkehr um uns herum ist natürlich recht sportlich unterwegs. Ich finde es auch echt sportlich, wie die hier an dem Schwertransport vorbeifahren. Aber gut. Solange das funktioniert und nicht zum Unfall führt. Und das scheint es ja aktuell, ist alles im grünen Bereich. So, es steht mal wieder ein Spurwechselmanöver bevor. Auf die rechte Spur. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt fährst du mal bitte. Und du auch noch hier. War schon mal ein bisschen langsamer. So. Okay, jetzt ist die Spur hinter uns gesperrt. Ach ja, ich weiß auch warum. Weil da nämlich eine Abfahrt ist. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum das Not tut. Aber kurz vor der Abfahrt hat es tatsächlich noch geschafft, hier rüber zu switchen. Und jetzt können wir hier auf der rechten Spur ausnahmsweise mal fahren. Kommt aber, glaube ich, sehr selten vor, dass man so einen Koloss auf der rechten Spur sieht. Und hinten ganz sportlich bei Wind und Wetter der Kollege auf dem Trailer. Hier sehen wir es nochmal. So, ich muss immer mal ein bisschen den Blick drauf haben, aber hier sehen wir nochmal, dass das so ungefähr zwei bis drei normale LKW oder LKW mit normalem Trailer sind, die ich hier einfach in einem habe. Das ist nochmal besonders gut mit den Begleitfahrzeugen. Spektakulär. So, jetzt sind es nur noch 53 Kilometer, das heißt, das Ziel rückt immer näher. Wir fahren, glaube ich, in die Nachbarstadt, in den Hafen. Und da wird die Ladung dann sicherlich auf das Schiff gebracht. So, es steht wieder mal ein Spurwechselmanöver bevor. Ich gewöhne mich langsam dran. Das war genau das, was ich meinte. Das war hier eine Brücke, die ist einfach
Und auch hier, diese ganzen Höhen, das ist einfach zu steil für den Trailer. Ich weiß nicht genau, wo da der Schaden entstanden ist, aber... Wie immer findet ihr die ganzen Modifikationen, die hier verwendet werden, natürlich auch in der Videobeschreibung. In dem Fall nur der Volvo und eben der Schwertransport. Aber ich habe euch da alles verlinkt, die Mods, also schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr andere Ideen oder Mods habt, die ich gerne mal im Euro Truck Simulator zeigen soll, schreibt mir die auch gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und bin auch sehr gespannt auf euer Fachwissen zum Thema Begleitfahrzeuge oder Schwertransporte. Stimmt, ist da noch viel zu erzählen und viel nachzuholen. Okay. Ich glaube, wir legen nochmal einen Zahn zu. Denn 60 dürfen wir ja fahren und ich glaube, das sollte ich jetzt auch machen. Sonst kommen wir heute gar nicht mehr an und es wird auch langsam dunkel. 21 Uhr haben wir schon, also bis wir ankommen, ist es vermutlich, sind schon so 22, 23 Uhr. Das ist dann schon sehr dunkel und je dunkler, desto schwieriger stelle ich mir das vor, so ein Ding irgendwie abzuschätzen. Also die Ausmaße, die Dimension abzuschätzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei der Dunkelheit auch erst die Unfälle entstehen. So, was ist da vorne jetzt los? Biegen die ab oder stehen die da einfach nur? Die biegen ab. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir müssen warten. Ha. Es gibt einen Unfall da vorne. Das ist ja verrückt, das habe ich selten erlebt. Okay, die Situation hat sich hier offensichtlich aufgelöst, also würde ich sagen, fahren wir mal weiter und müssen jetzt, ja, eine große Hürde nehmen, nämlich diese Abfahrt. Das wird auch nochmal sportlich. So, hinter uns staut es sich, aber das sollte uns nicht aus der Ruhe bringen, die können wir einfach überholen. So, das vordere Begleitfahrzeug warnt jetzt wieder andere Verkehrsteilnehmer vor und wir biegen in aller Ruhe, ohne Hektik hier, vernünftig ab. Ich glaube, ich werde jetzt einfach schon mal hier ein bisschen ausholen, aber auch nicht zu stark, um nicht zu riskieren, dass der Trailer irgendwie hier an die Leitplanken kommt. Passt das? Boah, das wird extrem knapp. Ne, ich glaube, da korrigiere ich lieber nochmal. Besser ist es. So. Und dann muss ich am Anfang ein bisschen mehr ausholen. Keine Panik auf der Titanic. Manchmal muss schon mal rangiert werden. So. Und dann wird das nämlich jetzt so gehandhabt, dass ich relativ dicht an der Leitplanke hier vorne lang fahre. In der Hoffnung, dass es hinten nicht zur Kollision kommt. Und so funktioniert das tatsächlich auch. Boah. Aber ultra knapp. Also ihr könnt euch vorstellen, wie unmöglich das bei vielen anderen ist. So. Bei vielen anderen Strecken ist. Aber es funktioniert. Man kann das tatsächlich schaffen. Verrückt. Was ist da passiert? Ich glaube, der ist einfach nur. Ah ja. Es ist hier an der Seite entlang geschrammt, an dem Hügel. Natürlich nicht gut. Aber hoffen wir mal, dass wir den noch hier rausgezogen bekommen. Ja, das funktioniert. Okay. Damit ist die letzte Hürde vermutlich auch so, naja, mehr schlecht als recht gelöst worden.
überbrückt worden, aber hat ja niemand gesagt, dass es einfach ist. Mich würde mal interessieren, wie das im Euro-Truck-Simulator ein professioneller Truckfahrer meistert, so ein Schwertransport. Ob der das so hinbekommt. Weil in der Realität ist es ja auch so, dass man das nicht selbst sieht, sondern, gut, das macht es nicht einfacher, aber man sieht das eigentlich nicht selbst als Truckfahrer, sondern muss sich so auf Anweisungen der Organisatoren, der Absicherungsmenschen und der Polizei verlassen. Also gerade die Begleitfahrzeuge sind ja dann über Funk verbunden und sagen dann ganz genau, wo welche Achse abgesenkt werden muss, wie welche Achse einzulenken ist. Die kann man ja auch einzeln steuern und so. Also das ist schon ziemlich krass. Das fällt hier im Euro Truck Simulator natürlich komplett weg. Ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite natürlich auch verständlich, weil wie will man das so genau umsetzen? Das geht ja gar nicht. Aber ein Schwertransportsimulator, das wäre mal was. Gab's glaube ich schon mal, aber in einer guten Version. Das wäre mal was. So, jetzt sind allerdings die letzten 7 Kilometer zu meistern. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Und solange das so einigermaßen gerade verläuft oder so ein bisschen geschlängelt wie hier jetzt gerade, sollte das auch alles unproblematisch sein. Wir kommen aber tatsächlich nicht vor 23 Uhr an. Was ist denn? 90 Tonnen wiegt das übrigens. Und unsere Ankunftszeit ist spätestens 9 Uhr morgens. Das sollte man locker hinbekommen. Ja, und die Auftragsvergütung, die ist wirklich köstlich. So. Ah, jetzt müssen wir nochmal über einen Kreisverkehr. Aber da wir die zweite Auswand nehmen müssen, sollte das kein großes Problem sein. Und dann wartet auf der anderen Seite der Stadt der Hafen auf uns. So, 30 km/h. Der ist aber flott unterwegs vor uns. Gut, dass da vorne gesperrt ist. Ich wäre fast reingefahren. Manchmal ist es ein bisschen lustig, wo hier die Fahrzeuge stehen. So, jetzt haben wir wieder das gewohnte Problem, dass ich einmal ein bisschen hier rechts dran vorbeifahren muss, damit das Begleitfahrzeug hinter mir aufrücken kann und der vorne dann wieder losfährt. Wo habe ich einen Unfall? Alter! Kollege! Mutig! Wie viel Platz habe ich noch? Ja, was mache ich jetzt hier, Kollege? Das ist wirklich so aus der Serie Deutschlands dümmste Ideen. Ach, ich fahre mal schnell noch am Schwertransport vorbei. Das wird schon passen. Überall Polizei, überall Begleitfahrzeuge, aber ich fahre mal noch vorbei. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier irgendwie rumgebogen bekomme. Also ganz gut sieht das aktuell nicht aus. Aber ich glaube, es passt. So, ja, das passt. Easy. Locker. Ja gut, aber der Drängler da hätte wirklich nicht sein müssen. 2-3 Minuten warten. Alles wäre gut gewesen. So. Und hier können wir die Ladung dann endlich wegbringen. Das heißt, einmal gut ausholen und dann an dem Polizeiauto vorbei, rein auf das Gelände oder rein in den Hafen. Da vorne sehen wir nämlich schon große Frachtschiffe. Ich meine, im Vergleich zu so einem großen Frachtschiff ist so ein Schwertransport natürlich ein Witz, wenn man das so direkt nebeneinander sieht. Aber große Frachtschiffe warten hier auf die Ladung und viele Container und wir liefern die Ladung, nämlich genau jetzt ab.
absatteln. Und damit haben wir den Auftrag noch ausgezeichnet erfüllt. Gut, ein bisschen was wird es an Abzug geben, weil ich das bisschen beschädigt habe. Aber ansonsten bin ich doch sehr glücklich, sehr zufrieden damit. Das soll es auch schon von der Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne in den nächsten Schwertransport wieder rein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.